Schönen guten Morgen, der Hombi von Hombis Welt hier. Das war heute Morgen wieder ein Kampf, den Schweinehund zu überwinden, aber ich habe es geschafft. Ich bin hier in, keine Ahnung, Vorbereitung ist bei mir immer alles, merkt ihr, ne? So, ich bin hier auf dem Wanderparkplatz Hermgesberg. Die Komoot-Route heißt Grube 7, schöner Feldweg an der Grube 7, Runde von Schöller. Also irgendwo vor Solingen, die Ecke bei Hahn, irgendwie sowas bin ich. Und jetzt ist gerade trocken. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Ich habe auch meine Drohne dabei. Vielleicht kriege ich da auch ein paar schöne Aufnahmen. Ich guck mal einfach. So, ja. Wie gesagt, ich laufe jetzt los. Die Runde ist, glaube ich, auch nur 9 Kilometer. Was sagt Komoot? Man kann da nachgucken, ne? 8,28 Kilometer. Gucken wir mal, wo es hinführt. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber ich schaue mal. Kommt er mit? Los. Komm. Nicht so fauler im Bett liegen, los. Wetter ist so semi. Im Moment ist trocken, zwischendurch kriegt man so einen Fisselregen auf den Kopf. Aber ja, wir schauen mal, was es uns hier so erwartet. Ja, ich hoffe, schöne Bilder. Da fängt schon wieder jetzt an zu nieseln. Oh, vielleicht bleckert der Hombi. Ich habe übrigens was Neues dabei. Und zwar einen neuen Sack. Hattet ihr ja wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen. Bin ich. Tja. Tja, oder habt ihr mich nicht abonniert bei Instagram? Hm? Hm? Ja, ich laufe dann erstmal eine Runde, würde ich sagen. Bis gleich. Komoot sagt, jetzt links auf Wanderweg. Hätte Komoot mal lieber gesagt, folge den Weg auf Wanderacker. Wird besser passen. Aber ich gucke jetzt mal besser hier hin, bevor ich nämlich gleich mich auf die Fresse lege. Und dann gibt es vielleicht komische Videos von mir. Das möchte ich nicht. Wanderweg sieht eher nach der Rutschpartie aus. Rutschpartie aus. Matschig, Blätter. Also ich muss ja sagen, vor so Wegen habe ich immer richtig Respekt. Das ist echt matschig, Blätter. Und ich wollte heute erst mit Turnschuhen laufen. Habe mich aber dann doch für die Wanderschuhe entschieden. Und deshalb laufe ich jetzt hier auch gerade wie so eine, nicht nur sonst wie eine Ente, sondern wie eine langsame Ente. Guck mal. Da geht es noch steiler bergab. Seht ihr das? Shit, ey, hier kann sich auch nirgendwo festhalten, ey. Ich sehe mich hier schon liegen. Boah, ist das glatt. Boah. Ist ja wie in der Jugend hier den Berg runterschlindern. Eigentlich müsste man losrennen. Einfach nur rennen. Aber da habe ich Angst, dass ich irgendwann ins Rollen komme. Wenn der dicke Eimer rollt. Boah. Seht ihr das? Ja, ich hoffe, das war die letzte Stelle. Aber wenn ich mich diesmal auf die Schnauze lege, habe ich das auf Band. Band, hm? Ihr merkt, ich bin ein alter, weiser Mann. Es gab doch früher Bänder. Bei nächster Möglichkeit links. Ja. Jetzt links.
Ja. Boah, Weiber. Geschafft. Boah. Heißt aber nicht, dass die Gefahr schon vorbei ist. So, hier ist ein Bachlauf. Folge dem Weg teil. Ja, folge mal dem Weg. Da wäre mir interessant zu wissen, was das ist. Komoot sagt nix. Die Düssel. So. Ist jetzt nicht so, als wenn ich nicht vorbereitet wäre. Hier im Hintergrund seht ihr die Düssel. Ja. Erdkunde 1. Ja, egal. Gehen wir da zur Brücke, da muss ich zwar nicht hin. Aber Brücken sind ja mal toll. Ich laufe wie auf Eier mit den Blättern und dem Matsch. So, hier sieht man die Düssel nochmal im Hintergrund. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen entlang laufe, weil ich liebe ja Bäche und Wasser und deshalb. Wisst ihr, das ist, wenn man morgens keinen Frühstückskorn trinkt, ist der Tag schon im Arsch. Pfadfinder-Tour ist das. Seht ihr da dieses kleine Loch? Da muss ich wohl durch. Drüber? Weiß nicht, wo ich hierher komme. Aber ich krabbel doch jetzt nicht durch die Matsche. Guck mal hier oben. Oh, da ist ja schon wieder was. Wieso fällt denn der Baum einfach um? Oh, das ist aber ein fetter Baum, der umgefallen ist. Da liegt er. Möchte man nicht runter. Oh, überlebt. Lebe noch. Oh, Leute. Mir geht ganz schön die Pumpe. War schon am Berg. Ich bin auch die letzte Zeit wenig gelaufen, weil einfach wenn es regnet und nieselt, habe ich da einfach überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich müsste mehr laufen, aber ich bin ja jetzt nicht verpflichtet irgendwie zu irgendwas. Ja, wollte euch ja immer mal über mein Projekt Abnehmen berichten. Das war der Bericht. Ich weiß nicht, Moment, ich kriege einfach den Arsch nicht hoch. Ich habe keine Motivation. Ich esse normal, habe aber so das Gefühl, ich habe zugenommen. Ja, ich gehe mich nicht wiegen, weil ich möchte mir vor Weihnachten nicht noch Frust machen. Ich denke mal, dass ich nach Weihnachten bzw. Anfang des Jahres nochmal durchstarte. Gut, sagt man ja immer, macht man aber dann doch nicht. Ja, soweit der Bericht. Also ich kann euch jetzt nichts Positives berichten. Bin ich aber auch selber schuld. Ist einfach so. Ja, dann laufen wir mal weiter. Es ist etwas, seht ihr, dass das ein bisschen nebeliger ist? Oh, diese Sträucher. Vielleicht finde ich gleich noch eine coole Stelle, wo man das besser sehen kann. Bis gleich. Mir fehlen jetzt gerade die Worte, aber ist egal. Weiß einer, was das ist? Sieht heiß aus. Oh, weiß ich gleich selber. Da ist ein Schild dran.
Alter Steinbrecher, nicht beklettern. Ich mach mal ein Foto und blätter das Foto mal ein, dann brauche ich das nicht alles vorlesen. Ich befinde mich jetzt im Naturschutzgebiet Grube 7. Ich hatte mich bei Komoot immer gefragt, was ist denn die Grube 7? Aber, ja, weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll. Hier ist ein Zaun. Die mobbt mich da heute schon wieder. Aber seht ihr das da unten? Da ist eine Grube. Das scheint wohl die Grube 7 zu sein. Ja, ich guck mal, ob ich da näher rankomme. Irgendjemand eine Idee, wo man 1000 Mark kriegt? Folge dem Weg 250. Nur klar. So, ich werde die Route etwas abkürzen. Die Route, die Tour. Oder ist das eine Route? Ich weiß nicht. Weil ich habe heute mal wieder meine Wanderschuhe an mit den Einlagen, die ich mir machen habe lassen. Und die drücken echt am Fußballen. Ich bin aber jetzt vor Weihnachten bin ich noch beim Orthopäden. Und dann lasse ich das nochmal alles nachschauen. Und dann werde ich noch mal andere Einlagen woanders hingehen und dann mal schauen, dass ich mal langsam die Druckstellen verliere. Ja, ich gehe jetzt dann noch ein Stückchen weiter, mal gucken, ob ich gleich noch was Schönes sehe. Prost, Leute! Früchte Ingwer. Also Früchte aus dem Beutel und Ingwer frisch. Ja, was da runter. So. Ich habe gesagt, die Tour habe ich ein bisschen verkürzt. Es fängt aber jetzt auch gerade an zu nieseln. Was auch sehr, sehr, sehr gut ist, dass ich die Tour dann verkürzt habe. Die Tour verlinke ich natürlich unten drunter. Waren jetzt 6,17 Kilometer. Ja, zwischendurch natürlich sehr matschig, sehr steil. Ja, aber es ist schön, mal wieder rauszukommen. Ich werde jetzt noch meinen Tee hier genießen. Ich danke euch fürs Zuschauen und beende hier mit das Video. Ne, ich beende es noch nicht. Ich wollte noch sagen, es wird noch ein Kochvideo geben von meinem Weihnachtsessen, was ich jetzt noch nicht verraten kann, weil der Feind hört mit. Nein, ja, wird die also nach Weihnachten oder Weihnachten um Weihnachten wird es das Kochvideo noch geben. Ich guck mal, was ich so mache. Ich bin ja sehr spontan. Ich habe keine festen Tage für Videos und deshalb schauen wir mal nach Lust und Laune. Also, ich bin der Hombi von Hombis Welt. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.